Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde mich zu 5 Punkten äußern. Erstens zum Thema Eurokrise und Griechenland. Zweitens zu den Gedankenspielen, die Rente erst ab 69 zu zahlen. Drittens zu den Kommunalwahlen, die wir in Niedersachsen und in Brandenburg hatten am Wochenende. Viertens zum Parteitag der Linken in Nordrhein-Westfalen. Und fünftens zum Wahlendspurt hier in Berlin zur Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Zum ersten Punkt, Eurokrise und Griechenland. Aus dem Hause von Herrn Schäuble und ganz direkt von Herrn Rösler sind ja Gedankenspiele über eine Staatspleite Griechenlands laut geworden. Meine Auffassung ist, dass solche Äußerungen, solche Gedankenspiele, solche lancierten, in die Öffentlichkeit lancierten Berechnungen wie Brandbeschleuniger wirken können. Ich finde, die Bundesrepublik wäre gut beraten, über ihren übergroßen Anteil an der Krise Griechenlands nachzudenken und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die griechische Wirtschaft ist, das wissen wir alle, in der Krise. 5,3% Wirtschaftswachstum Rückgang, also 5,3% weniger Wirtschaftswachstum. Wenn wir mal vergleichen mit der Bundesrepublik, als in Deutschland die Wirtschaft um 5% einbrach, wurden auf Drängen der Linken Konjunkturprogramme aufgelegt und die Kurzarbeiterregelung eingeführt. Und wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, sehen wir, dass das funktioniert hat. Und jeder Schuldnerberater könnte Herrn Schäuble und Herrn Rösler erklären, dass die deutsche Strategie zur Rettung des Schuldners Griechenland katastrophal ist. Griechenland wird in den Würgegriff genommen und dann hofft man auf Zahlungen. So kann das nicht funktionieren. Das ist mehr Mafia als seriöse Finanzpolitik. Ich habe den Eindruck, dass mit dieser Bundesregierung die Euro-Rettung nicht zu machen ist. Das haben auch Experten erkannt. Bundesbankchef Weber und der Chefvolkswirt der EZB Stark haben ja nun schon das sinkende Schiff verlassen. Wir brauchen für die Lösung, für die Überwindung der Finanzkrise, die ja inzwischen auch eine Regierungskrise und eine Krise der europäischen Institutionen ist, grundsätzliche Änderungen in Europa. Das heißt mehr Verteilungsgerechtigkeit, Demokratie und vor allen Dingen die Rückgewinnung des Primats der Politik. Denn diese, aber auch vorhergehende Bundesregierung haben das Primat der Politik an Banken und Ratingagenturen übertragen. Und das ist ein Hauptgrund für die Eurokrise. Und wer das nicht entschlossen ändert, der wird von einer Krise in die nächste taumeln. Durch den Euro-Rettungsschirm wissen die Banken, dass sie die Staatskasse in Geiselhaft nehmen können. Und wir als Linke sind der Auffassung, dass die Staatskasse wieder aus der Geiselhaft der Banken befreit werden muss. Wir hatten bereits beim ersten Euro-Rettungsschirm gefordert, dass strenge Auflagen für die Finanzindustrie und die Rettung der Banken miteinander untrennbar verbunden sein müssen. Nichts ist passiert. Jetzt wird ein Schirm nach dem anderen aufgespannt und die Bedingungen werden nicht gestellt. Und offensichtlich sind alle Parteien im Deutschen Bundestag außer der Linken bereit, der Euro-Rettung ohne Bedingungen zuzustimmen. Ich finde, man sollte den gleichen Fehler nicht zweimal machen und ihn nicht wiederholen. Das hält nämlich die stärkste Wirtschaft nicht aus. Zweitens zum Thema Rente erst ab 69, eng verbunden mit der Frage Altersarmut. Wir haben ja nun am Wochenende erfahren, dass in einem geheimen Tragfähigkeitsbericht des Finanzministeriums durchgerechnet wurde, was es bedeuten würde, wenn die Rente erst ab 69 gezahlt würde. Ich halte das ehrlich gesagt für ein absolut absurdes Szenario und eine Verlockung soll es sein für Menschen, sich immer mehr privat zu versichern, private Rentenverträge abzuschließen und sich damit in die Hände von Privaten zu begeben. Unsere Position ist völlig klar. Wir sind der Auffassung, dass gute Löhne, gute Arbeit, gute Löhne die Basis für gute Renten sind. Und darum sind unsere Forderungen deutlich. Wir brauchen einen soliden Arbeitsmarkt. Wir brauchen einen Arbeitsmarkt mit menschlichem Antlitz. Dieser solide Arbeitsmarkt ist in den letzten 20 Jahren zertrümmert worden von den verschiedenen Regierungen, Rot-Grün, Hartz IV, Niedriglohnsektor. Mehr als 7,7 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten im Niedriglohnsektor. Und solange diese Situation weiter fortbesteht, wird es auch keine sichere Zukunft für die Renten geben. Wir wollen
um sichere Renten zu erreichen, die Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohnes von mindestens 10 Euro. Wir wollen eine gesetzliche Rentenversicherung, in die alle einzahlen müssen. Und auch das ist Bestandteil unserer programmatischen Debatte. Wir wollen eine Mindestrente von 850 Euro für alle garantieren. Dritter Punkt. Am Wochenende waren Kommunalwahlen. Wir haben in Niedersachsen unser Ziel erreicht, die Anzahl der Mandate deutlich zu erhöhen. Wir haben als besondere Highlights sehr gute Ergebnisse bei den Oberbürgermeisterwahlen in Goslar mit unserem Kandidaten Rüdiger Woltmann, 11,5% der Stimmen. Und auch in Aurich hat unser Kandidat Martin Heilemann 11% der Stimmen erreicht. Wir sind dadurch mit unserer kommunalpolitischen Basis gestärkt. Der Landesvorsitzende von Niedersachsen hat betont als Auswertung dieses Ergebnisses, dass das Ziel, ein kommunalpolitisches Fundament in Niedersachsen deutlich zu verbreitern, erreicht wurde. Und natürlich sind wir jetzt nicht in Zeiten großer Sprünge, sondern in den Zeiten zehn Vorankämpfens. Wir hatten außerdem in einigen Gemeinden in Brandenburg Bürgermeisterwahlen. In der Stadt Werneuchen ist der Kandidat der Linken mit 59,46% deutlich gewählt worden. In weiteren Städten werden die Kandidaten der Linken in die Stichwahlen gehen. Und am nächsten Wochenende haben wir ja in Mecklenburg-Vorpommern auch, was die Kreise betrifft, dort die Wahlen der Landräte auch mit Stichwahlen, wo die Kandidaten der Linken mit guten Ergebnissen schon mal aus der ersten Runde mit einem Polster in die Stichwahl gehen können. Vierter Punkt, den ich ansprechen wollte, der Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende fand in Mülheim an der Ruhr ein Landesparteitag der Linken Nordrhein-Westfalen statt. Ich habe an diesem Parteitag teilgenommen und habe erlebt, wie man dort sehr geschlossen, sehr kämpferisch sich positioniert hat. Und mein Eindruck ist, dass die Linke in Nordrhein-Westfalen eine starke Position hat, einen starken Zusammenhalt auch gezeigt hat. Sie haben auf Ihrem Parteitag zum Ausdruck gebracht, wie Sie sich auch in der Rolle im politischen System Nordrhein-Westfalens verstehen. Auf dem Parteitagshintergrund war mit großen Lettern geschrieben, wir sind Opposition. Und Sie haben sich gegen Schuldenbremse, gegen Schulkonsens und gegen Milliardengeschenke an die WestLB ausgesprochen. Und das macht ganz, glaube ich, entschieden deutlich, dass die Positionen, die der eine oder andere mal vertreten hat, dass wir ein inzwischen stumme Mehrheitsbeschaffer für Frau Kraft nicht zu halten ist. Letzter Punkt, die Wahlendspurt in Berlin. Am Sonntag werden wir hier in Berlin die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen haben. Wir wissen aus vielen Umfragen, dass immer mehr Menschen sich erst quasi auf den letzten Drücker entscheiden. Darum haben wir als Linke schon vor einigen Jahren den sogenannten 48-Stunden-Wahlkampf entwickelt. Und wir werden bis zur Schließung der Wahllokale in Berlin am Sonntag um 18 Uhr um jede Stimme werben. Und abgerechnet wird, wenn ausgezählt wird. Und ich habe mit vielen Berlinerinnen und Berlinern in der letzten Zeit gesprochen. Die entscheidenden Themen sind Arbeit, Mieten, Bildung. Die werden die Wahlen entscheiden. Und auch Herr Wowereit wird sich dann angesichts des Wahlergebnisses am 18. September die Frage stellen müssen, ob er eine bessere Regierung für die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner will oder ob er mit CDU oder Grünen kleine, aber zahlungskräftige Klientele in Zehlendorf oder Prenzlauer Berg bedienen möchte. Die Bundeskanzlerin hat ja nun gemeint in der letzten Woche, dass Berlin eine bessere Regierung verdiene. Ich glaube, dabei hat sie an sich selbst gedacht. Da kann ich natürlich nur zustimmen. Denn diese Bundesregierung ist eine Zumutung, insbesondere für die Berlinerinnen und Berliner. Die Bundesregierung hat nichts getan, um Berlin in schwierigen finanziellen Phasen zu unterstützen. Sie können sich vielleicht erinnern, dass Berlin ja vor 10 Jahren mit den Auswirkungen des Finanzskandals zu kämpfen hatte, der von Diebken und Landowski, beides Parteifreunde von
Frau Merkel zu verantworten war und dass gejubelt wurde im Bundestag, als der Antrag des Landes Berlin vor dem Bundesverfassungsgericht Berlin zu entschulden abgelehnt wurde. Und ich glaube, Frau Merkel wäre gut beraten, wenn sie darüber nachdenkt, wenn sie über eine bessere Regierung in Berlin spricht, dass sie ihre eigene Regierung meint. Die Berlinerinnen und Berliner werden sich am 18. entscheiden und wie gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Wir werden bis zur Schließung der Wahllokale um jede Stimme kämpfen und dann wird ausgezählt. Dankeschön.